haben geglaubt, wir hätten sie verloren. Während der Funkpause konnte ich Vettels Sender anpeilen. Er ist auf der entgegengesetzten Seite der Forschungsanlage. Sie müssen sich sputen, wenn Sie ihn abfangen wollen. Ja, ne, der wird sich ja sowieso wieder verpissen. Lebt der immer noch? Ja, der lebt immer noch. Nee, lebt er nicht mehr. Der hockt bloß da. Ich weiß, es ist ganz schön eine Verschwendung damit, aber... Er wollte es nicht anders. So. Ha. Alles im Arsch. Gott, Band, Alter. Juni. Das wollte ich doch sehen. Ja. Sehr nett. Oh, sehr nett. Aber gut, das Problem ist halt, wisst ihr, wenn man viel Muni kriegt. Ich habe versucht, Genevieve Eiskin zu erreichen. Sie ist die Präsidentin von Arbekamp. Sie war definitiv nicht da, als Vettelsmänner die Anlage überfallen haben. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Vielleicht will sie nicht gefunden werden. Ja, das kann sein. Okay. Ah. Oh nein. Ich weiß, es war bloß ein kleiner Soundfile, aber trotzdem, oh nein. Okay, da drüben komme ich nicht rein anscheinend. Oder erstmal nicht. Hallo? Wer ist da? Ach. Oh, Sie sind es. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Mr. Mapes, Sie leben noch. Was nicht Ihr Verdienst ist. Was machen Sie hier? Die Aufzüge sind ausgefallen und überall sind Soldaten. Sie müssen ein Security-Büro finden und die Sperre aufheben. Bleiben Sie diesmal, wo Sie sind. Ehrenwort. Naja. Ja. Okay, dann... Geht's nicht irgendwo lang, oder? Nicht, dass ich hier wieder was übersehe. Ja, aber wisst ihr, nach was das riecht? Nach unseren unsichtbaren Herrschaften. Okay, da ist er. Die kommen da drüben. Okay, wow. Warte. Ah, es sind gleich zwei, scheiße. Okay, es sind vielleicht doch mehr als zwei. Oh, natürlich. Hier ist halt kacke, ihr könnt so. Okay, ich kann ja bloß 10 nehmen, ne? So. Warte. Nee, das... Das wollte ich nicht. Wo ist meine Schrot? Alter, da war so viel... Boah. Achso, das ist die Schrot. Jetzt hänge ich hier hinterm scheiß Tisch fest. Ich meine, dann müssen wir nachher nochmal zurücklatschen, weil ich bin voll. Hätte ich auch nicht gedacht, dass... Und hier ist halt noch einer.
Ich habe auch nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal schaffen werde. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal schön zurückdaddeln. Das Gute ist natürlich, theoretisch... können wir jetzt sogar ein bisschen schneller voranmachen. Weil das ist ja gleich das Nächste. Ich habe bloß ein bisschen Schiss, dass die Viecher nämlich kommen, weil die... können nervig werden. Wo? Es ist ja doch seltsam, dass die verschwinden, ne? Och, und wir haben wieder viel Schutz. Nein. Ja, aber nee. Okay, jetzt nichts weiter. Ja, lol. Okay, jetzt läuft es ja wieder wie geschmiert. Das ist sehr schön. Okay, da komme ich nicht rein. Ich wollte gerade sagen, Tür ist nämlich im Arsch. Ah, Problem ist bloß, jetzt weiß ich nicht mehr. Jetzt zurückkommen werde ich wahrscheinlich nicht. Kommen die hier runter? Was war denn das gerade? Jo, die kommen runter. Seine Futter. Wie viele Kopfschüsse kann man noch überleben? Komme ich da überhaupt hoch? Okay, das unkaputtbare Glas natürlich. Und ich habe ehrlich gesagt gefallen und der Schrot langsam gefunden. Wo? Ist nicht so schlimm. Ich habe das schon gesehen. Ah, warte. Hallo? Achso, da liegt ein Stuhl. Ich komme jetzt wegen dem scheiß Stuhl hier nicht rein? Willst du mich verarschen? Ich komm... Ernsthaft? Hier komme ich aber trotzdem nicht weiter. Obwohl, nee, Schwachsinn, ich muss hier weiterkommen. Hey, da komme ich nicht hoch. Hier komme ich nicht. Oder kann ich die Tür... Nee, die Tür kann ich nicht aufmachen. Ne? Nee. Offline. Habe ich jetzt noch hier einen Schalter? Ja, gut. Ja, von wegen neutral. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Der wird sich doch... Wenigstens ist er berechenbar. Toll. Ah! Guck mal einer, guck. Alter, bitte nicht. Wenn der so schmal ist, habe ich halt immer Schiss, dass der runterfliegt. Aber schön, dass er davon ausgegangen ist. Weißt du, ich dachte, wenigstens hält er vielleicht mal sein Wort, aber nein. Da kommen wir jetzt wirklich... Das heißt, auch wenn wir ihn haben sollten, das eigentliche Problem ist ja nicht er. Gehe ich immer noch fest von aus. Sondern eine gewisse andere süße kleine Dame.
Wo bist denn du jetzt? Das Schöne ist, man hat es vielleicht am... Also, ich habe die Aufnahme ja vor 2 Folgen begonnen. Hat man schon gemerkt, da war dann erst wieder dieses... ist mir zu schwer. Ne? Das übliche Rumgeheule, aber das ist dann nochmal so. Ich brauche es nicht unbedingt so schwer. Wenn du aber wieder mal vernünftig dran bist und hätte ich vielleicht auch mal die Bullet Time eher genutzt. Macht die ganze Geschichte doch... Hocke ich noch? Ja. Noch wesentlich einfacher. Und dann macht's auch wieder Spaß. Oh, perfekt. Sie schon wieder. Sehen Sie diesen Knopf? Was der wohl macht? Upsala. Kann ich das Ding überhaupt zerstören? Was ein Wichser, Alter. Hat der jetzt wenigstens eine Tür dafür aufgemacht? Der arbeitet doch 100 pro... ne? Der arbeitet doch 100 pro gegen uns. So, ganz ehrlich, wenn ich das nächste Mal sehe, kriegt er einen Schuss. Richtig fein. Kam ich von hier? Ja, ich kam von hier. Hä, wie soll es denn hier aber weitergehen? Offline, ist ja alles offline. Durch die Türen komme ich nicht durch. Ich dachte, der macht die wenigstens mal auf hier. Oder kann ich... Natürlich. Ach, lol. Hier ist er offen. Warte. Aber der... Ja. Toll. Bringt mich jetzt auch nicht weiter. Hä? Okay, das Scheißding ist kaputt, aber... Hä? Dann gehe ich die Treppe nochmal hoch. Ich glaube zwar nicht, dass wir hier lang müssen. Weil hier... Hä? Nee, wir kommen hier einfach bloß wieder dahin zurück, wo wir runtergefallen sind. Also... Hier gibt es doch keinen anderen Weg, oder? Da kamen wir, glaube ich, her. Ah. Aha. Okay. Die Sache ist aber... Okay, das können wir nicht nochmal nutzen. Gibt es automatische Abwehrmaßnahmen. Unbefugte werden ohne Warnung erschossen. Toll. Na toll. Warte. Hätte ich mir die Scheiße nochmal aufgespart. Ganz ehrlich, ich glaube, die Schrot ist dann am besten wirklich reinrennen und die Schrot nutzen. Ansonsten bringt mir das, glaube ich, nicht allzu viel. Oh. Okay, Upload läuft. Habe ich mit Sicherheit schon Haufen vergessen. Zugunsten von etwas mit der Bezeichnung Perseus beendet, das anscheinend vom Verteidigungsministerium finanziert wird. Vermutlich stammen Vettel und seine Soldaten von da. Warte mal, den lasse ich nochmal liegen, nur für den Fall. Wenn es hier keine großartigen Agenten gibt.
gut. Genau das meine ich nämlich. Dann werden ja bestimmt mehr von denen da sein. So. Plupp. Hier waren wir gerade, ne? Ja, hier habe ich das Ding gekillt. Oh. Die halten aber auch fucking viel ausgefühlt, ne? Okay, wo geht's denn hier hin? Gibt's hier irgendwo? Und ich habe erst gedacht, okay, vielleicht kann man ja schlau sein und sich einfach direkt runterstellen. Da würde der Winkel gar nicht so passen. Ja, Scheißchen, was. Okay, da haben wir noch ein Dings für gleich. Wo denn? Oh fuck. Jetzt nicht so gut. Das lief jetzt als andere als gut. Ich meine, wir haben zwar noch 8, aber das muss jetzt auch nicht sein. Scheiße. Da sind mir die Kloppy-Köppe. Oh. Da sind mir die komischen Kloppies, ehrlich gesagt, lieber. Die machen nicht so viel Damage. Ja, ist wahrscheinlich auch nicht das Richtige, was ich mache, aber beim letzten haben wir auch bloß ihn gebraucht. Ah, schön. Noch irgendwas? Ich habe ja ein komisches Ventilatorgeräusch, aber hier ist gar kein. Hä? Wo denn? Hä? Ich seh... Nee. Hä? Hier ist nicht mal eins, Alter. Das kommt von... Geräuschmäßig kommt das von hier her. Ja toll, jetzt ist es auch vorbei. Hä? Was war das denn bitte? Wo denn? Oh... Nein, nicht wechseln. Warte, warte, warte. Geht doch. Alter, nein. Junge, ey. Ich dachte, die Waffe wäre schon stark. Hilfe. Okay, warte mal. Wir haben auf der anderen... Warte mal, ist das nicht wieder seine Mucke? Really? Ich wollte aber erstmal... Ich wollte gerade sagen, erstmal in den anderen Raum rein. Der müsste theoretischerweise... Okay, von hier aus komme ich da nicht hin. Oh nein! Natürlich. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Bill Moody. Hier ist Bill Moody. Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber wir hinken im Zeitplan hinterher. Ich bin immer noch in der South River Kläranlage, aber ich habe erste Ergebnisse für Sie. Alle Komponenten, auf die ich testen sollte, sind da, aber in erheblich höherer Konzentration als erwartet. Montagmorgen dürften Sie den Bericht auf dem Tisch haben. Bis bald. Oh nein. Hä?
Okay, den scheiß Kühlschrank kriege ich auch nicht weg. Hä, warum? Also ich sehe ja da hinten nichts. Ich würde sagen, warum kann ich hier rumkriechen? Das Ding ist, kann ich hier überhaupt rein? Nee, ja. Doch. Das Ding ist, wo ist es denn? Ich weiß nicht, ob das das... Naja, das, was da hinten holt. Ja. Okay, vielleicht einfach bloß ganz gut, um die paar Dinger dazu umgehen. Aber ich habe das Gefühl, ich muss eh nochmal zurück, weil er hat sich dadurch durch einen Lüftungsschacht gequetscht. Wir müssten da theoretisch auch hin, oder? Können wir mal was gucken. Vielleicht bin ich hier aus Versehen richtig gelaufen. Ah, sehr schön. So, fragt sich bloß. Sieht so aus, als ob es eher hier lang geht. Und mich würde halt echt nicht wundern, wenn der Typ, weil, wie kann der hier alleine überleben, ne? Wenn der mit Dings zusammenarbeitet. Gut, wir sind richtig. Auch wenn ich null Orientierung habe, aber tatsächlich, das funktioniert gefühlt halt ganz gut. Aber Muni brauchen wir ja sowieso noch, ne, für die anderen Waffen. Wenn es gerade gut läuft. Ich hoffe, das reißt auch nicht bis zum Ende des Spiels ab. Warum hat die nicht automatisch im... ist egal. Ah, guck mal, na guck. Ah, lol. Ja. Oder bin ich hier richtig gewesen? Na? Gucken wir, hier ging es halt noch, auch noch einen Gang lang, der auch offen ist. Von wo? Oh fuck. Den habe ich gar nicht gesehen. Ach, Menno. Aber weißt du was? Ich vielleicht nicht unbedingt so schlimm. Gucken. Sieht ganz gut aus, weil ich sehe gerade auf die Zeit und ich muss ja heute noch arbeiten gehen. Deswegen würde ich an der Stelle heute die Folge beenden und ja, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir die Herrschaften hier hoffentlich ein bisschen oder einen kleinen Kopf kürzer machen und ich jetzt nicht einfach so rammomäßig durchcrashen will, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen dann. Ciao, ciao.